Hallo liebe Naturfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video über Insekten. Ohne Wildblumen keine Insekten. Ich zeige anhand einiger Beispiele, dass die Insektenwelt direkt abhängig ist von unseren Wildblumen. Um unsere Insektenwelt vor dem endgültigen Verschwinden zu retten, bedarf es keiner 100 Milliarden Euro schwerer Hilfspakete seitens der EU, sondern wir müssen einfach nur unsere Wildkräuter wachsen lassen, ihnen wieder eine Chance geben und somit unseren Insekten, die in direkter Weise davon abhängig sind, ob es Wildkräuter gibt oder nicht, eine Chance geben. Außerdem muss der ungezügelte Einsatz von Giften in der Landwirtschaft und auch im privaten Gebrauch sofort aufhören. Nur dann haben unsere Insekten eine reelle Chance zu überleben. Ich wünsche euch nun jetzt viel Freude mit den gezeigten Aufnahmen und hoffe, dass sie ein wenig zum Nachdenken anregen. Ohne die Brennnessel hat das Tagfornauge überhaupt keine Chance, sich zu entwickeln. Und auch der kleine Fuchs ist direkt abhängig von den Vorkommen der Brennnessel. Disteln sind zum Beispiel eine ideale Nahrungsquelle für zahllose Falter. Verschwinden die Disteln, verschwindet auch die Nahrungsquelle.
wohl da nichts los ist.